Test 1, 2, 3, 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 okay. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es letztendlich darum, ob wir lieber Google Ads oder Facebook Ads präferieren. Also, heute geht es um das Thema Google Ads versus Facebook-Ads. Okay, warte einen Moment, ich habe glaube ich gerade einen Fehler gemacht. Ah, wir sind ja im B2B-Segment. Ah, okay, da streichen wir mal gleich Facebook komplett durch und dann ersetzen wir das Ganze durch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, LinkedIn. Okay, LinkedIn-Ads. Davon reden nur sehr wenige. Warum, weshalb? Kommen wir vielleicht später noch dazu, einfach dranbleiben. Hier gibt es ein paar richtig coole Nuggets. Also grundsätzlich mal haben wir hier diese zwei Themen. Und da gibt es ja schon ganz, ganz viel Material da draußen, auch auf YouTube und so weiter. Na, Google Ads ist natürlich auch ein uralter Hut, ne? Wenn ich mich mal zurückerinnere, als ich zum ersten Mal Google Ads gemacht habe, ja, da hatte ich noch keine grauen Haare, sagen wir es mal so. Ne? Ich komme auch gleich zum Punkt. Und zwar ist es so, dass man hier erfahrungsgemäß, insbesondere für was meine Zielgruppe betrifft, das heißt Softwareentwickler, IT-Dienstleister etc., wo es um Projektgeschäft geht, ne, wo man letztendlich Entscheider braucht, B2B-Entscheider, das heißt Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Head of, ja, von einer Softwareentwicklerabteilung, von einer Produktinnovationsabteilung oder. Ja, das heißt Leute, die wirklich, sagen wir mal, was hinter sich haben. Ne? Also wirklich Leute mit Entscheidungsgewalt, ja, und egal aus unterschiedlichster Couleur natürlich, aber sie brauchen Entscheidungsgewalt. Letztens hat man zum Beispiel gestern einen Teams-Call mit einem potenziellen Neukunden für einen von meinen Kunden, ja, von einer Bosch-Tochter, ja, der hatte über 80 Mitarbeiter, allein nur in Deutschland unter sich. Ja. Solche Leute wollen wir für unsere Kunden als Leads. Ja. Und wie bekommen wir solche Kunden? Also über Facebook schon mal nicht, das lassen wir mal komplett weg. Dann über Google Ads schwierig. Warum? Weil über Google Ads bekommst du letztendlich Leute, die unfassbar stark im Vergleichsmodus sich befinden. Ja? Im sogenannten Vergleichsmodus, man könnte auch hier einen Schrägstrich machen und das Wort Preis reinschreiben. Das heißt, grundsätzlich ist es so, für diejenigen von euch, die jetzt noch sehr wenig Erfahrung haben, oder auch für diejenigen von euch, und davon gibt es auch einige, die sich häufig bei mir melden für eine Strategiesession, die sagen, hey, ich habe jetzt schon mit Facebook-Agentur, also das ist mal so gesagt, also ich würde mal sagen, 95% aller Kunden oder Interessenten, die sich bei mir melden für eine Zusammenarbeit, ja, in meiner Strategie-Session, haben entweder das eine oder das andere oder beides mit einer Facebook-Agentur schlechte Erfahrungen gemacht oder mit einer Google-Ads-Agentur oder beides in Kombination irgendwie. Und das Witzige ist, fast wirklich niemand sagt, hey, ich habe irgendwie mit einer LinkedIn-Ads-Agentur schlechte Erfahrungen gemacht. Erstens mal gibt es da sehr viel weniger. Dann gibt es noch mal viel, viel weniger, die da auch Ahnung haben von, ja? Insbesondere im deutschsprachigen Raum. Warum? Weil er einfach, ja, das ist eine sehr gute Frage, warum eigentlich? Ja? Könnten wir uns auch mal tiefgehend darüber jetzt unterhalten in einem extra Video. Und der Grund dafür ist letztendlich, dass Facebook, lassen wir jetzt mal komplett weg, Google Ads kenne ich mich relativ gut aus und habe da auch verfolgt, wie sozusagen die Entwicklung war so in dem ganzen Google Ads und dann kamen dann auch noch andere Sachen dazu, ja, wie sich auch zum Beispiel SEO entwickelt hat. Also ich war fast 10 Jahre lang nur in dem Bereich Marketing, SEO, Google Ads und SEO unterwegs auch. Bevor es überhaupt Facebook Ads gab, ja, und LinkedIn Ads. Und es ist halt so, dass man, wenn man jetzt halt hier, und ich bekomme ja selber auch über Google Ads und SEO, ja, Anfragen, nicht alle, aber
je nachdem, ja, also wenn man jetzt mal ist extrem spezifisch, ja, also spezifische, wenn man jetzt eine extrem spezifische Kampagne fährt, dann auch selbst dann sind die Leute sehr im Vergleichsmodus. Das bedeutet, du musst hier immer rum argumentieren. Ja? Du läufst immer sozusagen die Gefahr, dass letztendlich du, wenn dich jetzt jemand bei dir im Workshop meldet oder im kostenlosen Vergleich, im kostenlosen Lead-Magnet oder was auch immer du kostenlos rausgibst, dass letztendlich du nur zur Benchmark dienst. Ja? Das ist auch was, wo ich von meinen Kunden immer versuche, möglichst zu vermeiden. Und das ist natürlich tendenziell ist es häufiger der Fall bei Google Ads. Das heißt, die haben schon irgendwie 2, 3 Angebote und jetzt wollen sie noch ein drittes oder kriegen sogar die Vorgabe von ihren Vorgesetzten, dass sie noch ein drittes brauchen, Minimum 3 Angebote, ja, zum Vergleich und so weiter und so weiter. Und du willst jetzt hier auf gar keinen Fall sozusagen der Vergleichsangebot Dudu sein. Ja? Also das ist ja nicht dein Ziel. Und deswegen gibt es hier die Möglichkeit, dass du ja, das Ganze erstmal einklammerst mit Google Ads. Ja. Und auch da gibt es Möglichkeiten und so weiter. Aber generell das mal einklammern und einfach mal mit Starttests, also starten mit LinkedIn Ads. Ja, hier habe ich schon hingemalt den Pfeil. Na, da muss ich nicht nochmal hinschreiben. Ja, der Platz ist so wenig hier bei diesem Flipchart. Okay. Was ist der ganz große Vorteil, wenn du mit LinkedIn Ads anfängst? Also, der eine ganz große Vorteil, und das ist by the way, also nur nebenbei bemerkt, auch der Grund und einer der Hauptgründe, warum LinkedIn eigentlich so teuer ist, es ist ja letztendlich alles Angebot und Nachfrage. Ja? Warum ist denn LinkedIn so teuer und warum kann es sich denn LinkedIn erlauben, etwas teurer zu sein? In manchen Fällen ist es nicht mal teurer, ja? Aber da ist auch nochmal ein langer Weg hin, ja, das zu verstehen. Auch dazu einfach bei uns eine Strategie-Session buchen. Da reicht jetzt auch so ein kurzes 10-Minuten-Video nicht aus. Aber jetzt mal angenommen, generell ist LinkedIn ein bisschen teurer wie Facebook oder sowas. Ne? Ist auch eine komplett andere Welt. Haben wir hier nicht mal, haben wir schon komplett weggemacht. Ne? Für unsere Zielgruppe jedoch können wir hier wirklich hochspezifisches Targeting machen. Und zwar ein hochspezifisches Targeting, welches du in keiner anderen Plattform, Achtung, im B2B-Segment vollziehen kannst. Das heißt, insbesondere im deutschsprachigen Raum, wo Facebook dir noch weniger Möglichkeiten gibt, als wie zum Beispiel in den USA oder Google ebenfalls. In den USA, wenn du Marketing machst, dann kannst du auf Google sagen, okay, ich will nur die Einkommens, ich will sogar B2C, kriegst du dort sogar Daten im B2C, zum Beispiel, wie viel Einkommen jemand hat. Ne? Und dann targetierst du nur auf Leute, die mindestens 100.000 Euro Jahreseinkommen haben oder sowas. Das ist halt alles in Deutschland nicht möglich. Das ist alles in Deutschland verboten aufgrund der DSGVO und blabliblub und blabliblub. Ja? Der ganze Müll, ja? Typisch EU und Überregulierung und wir machen uns das Leben selber schwer und so weiter. Also so banale Sachen, die allen irgendwie weiterhelfen könnten, aber ist nicht. In LinkedIn jedoch gibt es das weitestgehend nicht. Dort kannst du tatsächlich targetieren, weil es eben eine reine B2B-Plattform generell ist erstmal, kannst du targetieren, okay, was in Google verboten ist auf Deutschland, zum Beispiel Personen auf Einkommenshöhe zu targetieren, ist eben auf LinkedIn, ja, wie viel Umsatz macht eine Firma? Und das ist sehr wohl targetierbar, das ist offen dort einsehbar, ne? Also nicht immer völlig korrekt oder sowas, aber eben so Pi mal Daumen. Es ist durchaus eine ganz legitime Möglichkeit, dort zu targetieren, eben Unternehmen, die Minimum 500 Millionen Euro Umsatz machen oder Minimum 20 Millionen Euro Umsatz machen oder Minimum 100 Mitarbeiter haben oder dies oder das oder jenes, ja, Branchen und so weiter und so weiter. Und das ist eben der ganz, ganz große Vorteil. Und aufgrund dessen ist es halt ein bisschen günstiger, aber du hast halt eine viel, viel spezifischere Kundenansprache. Und dafür zahlst du ein bisschen mehr. Also Quality first und unterm Strich ist es wahrscheinlich gar nicht mal, wenn du dann sozusagen die Komplettkalkulation machst, die Gesamtkostenkalkulation, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so viel teurer. Nur die Hemmschwelle, also sozusagen mit 1 Euro am Tag kannst du auf Google schon irgendwie was machen oder auf Facebook oder mit 5 Euro oder 10 Euro am Tag. Auf LinkedIn vielleicht eher weniger, obwohl es auch da gibt es Ausnahmen, können wir später uns noch unterhalten drüber.
Aber wenn du diese Hemmschwelle mal genommen hast, macht sich das letztendlich auf langfristiger Sicht hin bezahlt. Nur da ist eben diese Hemmschwelle, dass es erstmal ein bisschen teurer ist, also dass du mindestens mal 3.000, 5.000 € im Monat brauchst und das auch mal mindestens 3 für 5 Monate. Ja, also wo du vielleicht bei Google schon mit 1.000 € anfangen kannst oder mit 2, also ein bisschen weniger. Und letztendlich ist genau das wiederum der Grund, warum es so wenig machen, also verhältnismäßig wenig machen. Insbesondere in Europa und in Deutschland, wo halt alle immer so ein bisschen knickert sind und so weiter, ne? Und immer jeden Euro 5-mal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Und deswegen gibt es halt auch viel weniger Agenturen und überhaupt Erfahrungswerte und so weiter und so weiter. Ja? Und deswegen, aber genau deswegen wiederum, ist da genau die Chance für dich, der du jetzt hier das Video schaust und eben dir sozusagen dich mal interessierst dafür und mal genauer Deep Dive machen willst. Wie könnte das jetzt bei dir individuell angepasst ausschauen, so eine LinkedIn-Kampagne? Die dann, und jetzt kommt der zweite Tipp, ja, der zweite Schritt, in Kombination, das Whiteboard ist so klein, in Kombination, ich bin schon ein alter Mann, hey, ich kann mich hier nicht so hinknien, hey, in Kombination mit Google, hallo, ja, das ist was ich schon so lange sage, ich habe jetzt einfach noch nicht viele Videos dazu gemacht. Ich sage das schon seit Jahren, kannst du ja gerne mal auf meinem YouTube-Kanal nachblättern. Die Kombinationsstrategien. Ja, Kombinationsstrategien. Mit einer Plattform mit der anderen. Und das eben so machen, wenn jemand, der Erfahrung drin hat, dass es eben für mich das Maximale dabei rumkommt. Wie sieht das jetzt hier eben genau aus? Also dazu reicht leider hier dieses Whiteboard, dieses Slide nicht. Deswegen sollten wir uns da vielleicht mal in einem Strategie-Call dann also einfach mal zusammen telefonieren halt einfach oder über Zoom oder sonst was oder Teams, mir auch wurscht wie. Ich kann dich auch besuchen kommen, wenn du im Raum München oder Bayern bist. Ich komme dich auch besuchen, wenn du 1, 2 Stunden weit weg wohnst. Das ist mir egal. Ne? Also, und da können wir mal hier so einen Workshop machen und uns das mal ganz genau anschauen, weil die ganz große, wie soll ich sagen, wenn du halt, mal angenommen, du fährst in den Urlaub, ja, und du bist ein Strandtyp, ja, und deine Frau will aber Skifahren, ja, also genau das Gegenteil, ja, also Kälte, deine Frau liebt Kälte und du liebst Wärme. Naja, dann könnt ihr also entweder in die Schweiz in die Berge fahren im Winter und dann ist deine Frau glücklich, oder ihr könnt im Sommer nach Mallorca fliegen und dann bist du glücklich, aber deine Frau nicht. Aber ihr könnt vielleicht zum Beispiel auch irgendwo hinfliegen, ich glaube, es ist Südafrika oder so, wo man zu jeder Jahreszeit am Äquator in den Strand gehen kann und gleichzeitig ist da auch ein Berg, wo man Skifahren kann. Man muss nur irgendwie 2 Stunden mit dem Auto, mit dem Mietwagen oder so weiter fahren. Also letztendlich, warum nicht the best of both worlds, ja, sagen die Engländer. Also warum nicht das Beste von beiden Welten? Und das ist immer so diese Kombination, wo ich zum Beispiel auch im Recruiting, ja, liebe zu machen. Ne? Also jemand, der den einen Skill hat, aber auch gleichzeitig den anderen und dann diese Kombination daraus. Super, super wertvoll. Also dadurch ergibt sich häufig ein Hebel durch Kombinationsstrategien. Also das ist für mich ein ganz großes Thema. Weil letztendlich ist jedes erfolgreiche Business und damit auch jede erfolgreiche Kampagne, Marketing, egal was du machst im Business, ne, basiert ja immer auf Hebel. Ne? Wo ist mein Hebel und so weiter. Und hier ist es eben so, dass ich eben das Targeting von LinkedIn nutze, was ja in Deutschland nicht verboten ist. Ja, also ich ziehe mir hier das Targeting raus, ziehe mir hier die Leute raus, schalte dann Kampagne und wenn ich dann die sozusagen in so einem Remarketing-Pool, nennt sich das, ja, das ist letztendlich, das nennt sich, auf LinkedIn nennt sich das Tag, ja, das ist also so ein, das was ich quasi, ich glaube Tag nennt sich das, nicht, dass ich das verwechsel mit Google. Auf Google ist es eben, auf Facebook meine ich, ist es der Pixel, ja. Und der trägt halt einfach, wer aus deiner Zielgruppe hat dies und das und jenes gesehen, sich eingetragen. Du kannst ja hier bei LinkedIn, ja, es ist ja so, so krass geil, ja, da kannst du genau sehen, wer hat sich eingetragen, wer hat das was gesehen und wo ist sein LinkedIn-Profil und wo hat er studiert und so weiter. Das ist ja selbst bei YouTube, ich liebe YouTube, ja, dieses Video siehst du wahrscheinlich auch auf YouTube. Aber selbst da hast du erstmal ganz viel anonyme Zuschauer. Ich kriege manchmal Anfragen über Calendly, ja, hier unten ist der Link, by the way, von Leuten, die irgendwie
zwei, drei Jahre meinen YouTube-Kanal verfolgt haben, ja, und ich weiß gar nichts davon. Auf LinkedIn bist du sehr, sehr viel näher dran an sozusagen an der Identität deiner Zuschauer, derjenigen, die deinen Content konsumieren, ja. Und dann kannst du das nutzen, in diesem Pool sammeln, ne? Das ist wie so ein Topf, wie so ein Eimer, wo halt einfach Identitäten dann reinfließen, die sozusagen du dann wiederverwenden kannst und dann Google geben kannst und sagen kannst, jetzt spiel doch mal hier genau diesen Leuten meinen Google Ads aus. Und jetzt hast du Folgendes gemacht, jetzt hast du quasi das hochspezifische Targeting von LinkedIn genutzt und mit dem enormen Reichweiten, weil du hast so ungefähr, ich würde mal sagen, von der Anzahl der Leute, die LinkedIn nutzen, insgesamt, ja, im Vergleich zu der Anzahl der Leute, die Google nutzen, ist LinkedIn quasi mikroskopisch, ist LinkedIn ein kleiner Zwerg, muss man halt einfach so sagen, ne? Es sind wahrscheinlich 5% oder sowas, ja. Das ist auch klar, ne? Aber es ist eben so spezifisch und du hast jetzt sozusagen das genutzt, um letztendlich sozusagen den Relevanzfaktor eben auf ein Maximum zu elevieren. Und jetzt nimmst du diesen, den ja Google so wahnsinnig liebt, alles was hochrelevant ist, sozusagen sagt Google, okay, da zahlst du auch weniger pro Klick. Und genau diese Information gibt es jetzt zu Google, ja, und spielst dann genau nur denen deine ganzen Ads aus. Und da wiederum, Achtung, sind es genau drei bis vier Formate auf Google, die dann so richtig reinkicken, also dieses so richtig, wo du es so richtig verwerten kannst, ja. Und das hat sehr viel mit Branding zu tun, es hat sehr viel mit, mit Branding, ja, dass du letztendlich durch diese ganze Kampagne auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Personal Branding betreibst oder letztendlich deine Firma, ja, also deine Firma, dein Firmenbranding machst und dein Personal Branding, ich würde dir immer empfehlen, eine persönliche Note mit reinzugeben, denn ganz ehrlich, bis du mal Coca-Cola bist oder Apple oder Microsoft, dauert es noch und bis dahin ist eine persönliche Note immer, immer viel, viel stärker als wie, also ganz ehrlich, niemand interessiert, wie deine Firma heißt, ja, erstmal, ja, und wie das genau ist und welche konkreten Google Formate das dann sind, die du sozusagen mit dem Wissen welches du aus LinkedIn herausgewonnen hast, ja, die dann dort wiederum am besten funktionieren, über die sprechen wir im nächsten Video, also unbedingt dabei bleiben, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im zweiten Teil innerhalb der nächsten paar Tage. Bis dahin, dein Thomas Klein, ciao.